Hallo, 15 Uhr, Isabel Lifetime. Hallo. Güven, heute sitzen wir, oder ich stehe besser, du sitzt in der Nähe des Kamins, weil letzte Woche, wisst ihr ja noch, haben wir unser Integra AP Supra Plus verlegt. Und jetzt fehlt eigentlich noch der Anschluss an den Kamin. Genau. Und da zeigen wir euch natürlich auch in der Regel, wie man das dann auch regensicher hinkriegt und nicht einfach nur praktisch so alibimäßig dann ausführt. Ja. Eins möchte ich noch zeigen, wirklich hier in der Schräge. Der Dämmstoff, also wir haben den wirklich schräg geschnitten, weil es entsteht ja hier eine Spitze. Würde ich das jetzt nur gerade geschnitten hier reinlegen, denke mal, sieht man das, würde ein Hohlraum Genau. entstehen und den soll man üben eigentlich immer. Prinzipiell vermeiden. Ja. Genau. Also wirklich, macht euch die Mühe, weil gerade bei solchen Bauteilen wie Kamin, also Wärmebrücke technisch, wäre das nicht zu empfehlen. Genau. Es kommt ja auch ganz oft vor, dass praktisch die Kamine zwischen den beiden Sparren ausbetoniert sind. Das bedeutet, die einzige Dämmung, die dann wirklich existent wäre, wäre sozusagen die Aufsparrendämmung. Und dann muss man natürlich umso mehr gucken, dass man keine Leckagen macht oder halt Hohlräume produziert, weil die wird man dann gravierend auch merken. Ja. Gut. Als Vorbereitung auch immer wieder das Erste, also mein Kamin verklinkert, da auch Drahtbürste, die unsere Sendung kennen, Genau. also wirklich ganz wichtig, selbst das 15, 20 Jahre alt, da ist Schmutz, Dreck, alles vorhanden, geht mit der Bürste wirklich mal darüber und entfernt den groben Dreck. Genau, alles, was los ist, muss weg, weil im Endeffekt das dazu sorgt, dass praktisch nachher nichts drauf haftet. Ja. Gut. Okay, vom Anschließen her würde ja eigentlich reichen, wenn ich jetzt mein Silberfass nehme, also speziell für die Unterdeckbahn und das eigentlich hier ankleben würde, oder Güven? Nein, das reicht leider nicht, weil nämlich auch hier der ZVDH sozusagen ein paar Richtlinien aufweist. Und zwar heißt mehr oder minder, von dem finalen Dacheindeckung muss man circa 5 cm drüber überstehen. Das bedeutet praktisch, Wir zeigen euch das mal. genau, also wenn das jetzt sozusagen meine Konterlatte wäre, ich führe das entsprechend aus und habe hier nachher noch meine entsprechende Traglatte Ja. und komme jetzt mit dem Ziegel an. Dann werdet ihr aufgesetzt. Genau. Und dann müsst ihr diese Linie, ich zeige es gerade mal, wenn ich diese jetzt weiter nach oben führe, Genau. von dieser Flucht aus mindestens 5 cm höher. Und hier in diesem Bereich dann den Anschluss tätigen. Genau. Viele machen immer so knapp 15 Zentimeter gefühlsmäßig, das ist zu niedrig. Das entspricht nicht dem, was der ZVDA hier fordert. Ja, also es kommt darauf an, was für eine Ladung, was für ein Ziegel und diese bestimmen die Höhe plus Minimum 5 cm. Voilà. Gut. Also prinzipiell sollte man auch darauf achten, dass sozusagen da, wo ich nachher verklebe, auch der Untergrund sauber ist. Das bedeutet, wenn dann natürlich auch Späne und sonst was liegen, ruhig auch mal kurz sauber machen. Das ist sowieso ganz wichtig. Genau, Also spätestens, wenn man gebürstet hat, dass man da wirklich den Dreck entfernt. im Außenbereich, also nehmt euch wirklich diese 5 Minuten, macht die Bahn sauber. Es soll ein Leben lang halten, Genau. die Verklebung. Noch eine andere Frage, Güben. Wir haben ja Multitape und Silverfast. Die sind ja alle mit wasserunlöslichem Kleber versehen. Also das heißt, da könnte ich ja auch das Multitape nehmen. Da habe ich eigentlich noch mehr davon wie von meinem Silverfast jetzt, oder? Klar, der Kleber ist zwar der gleiche, aber dadurch, dass wir hier im Außenbereich sind, gibt es natürlich andere Anforderungen. Unter dem Ziegel wird es mal sehr heiß und auch sehr kalt. Und ich habe natürlich hier sozusagen eine Struktur auf der Unterdeckbahn, beziehungsweise jetzt auf dem Produkt, was du jetzt gerade in der Hand hältst. Das ist sehr grob. Das bedeutet, ich brauche hier wirklich 40% mehr Kleber, damit ich auch wirklich in die Tiefe dieser Struktur eindringe. Also da ist einfach das Multitape, obwohl es ein Wir gutes zeigen das Band gerade mal, ist, Güven. nichts. Genau. René soll gerade mal beifahren. Dann sieht man wirklich dieses perforierte, also gelöcherte so ein wenig. Deswegen ist auf Silverfast, wie Güven schon sagte, mehr Kleber vorhanden, damit er wirklich auch in die unteren Schichten mit eindringt, sich dort vernetzt. Genau. Okay? Dazu auch, wie ihr hier gleich seht, das ist Integra AS. Aufsparrenstreifen Black. Wenn ich diese Bahn ja verlegt habe, also das heißt links und rechts nach oben bis in die Spitze hinauf fahre, ist ja oben ein Schlitz vorhanden. Und diesen dann zu verschließen,
hier von der Rolle sind, glaube ich, wie viel Meter auf der 10 Rolle? 10 Meter. 10 Meter auf der Rolle. Der wird dann 60 Zentimeter breit aufgesetzt, und, genau, links und rechts verklebt und schon bin ich regensicher in meinem Dach oder auf meinem Dach. Genau. Und wir können das natürlich dann entsprechend auch im Bereich von Gaubenwagen zum Beispiel benutzen oder halt wie jetzt hier bei unserem Fall am Kamin. Ja, hier wäre ja das Gleiche jetzt. Also meine Gaube direkt von meiner Integra AP Supra muss ich ja hier auch eine Verbindung schaffen, weil hier wäre ja offen und das Wasser könnte mal ungehindert eindringen. Also nichts anderes wie eigentlich den Anschluss, was wir jetzt hier am Kamin zeigen, wäre das Gleiche. Auch entsprechend wieder 5 cm genau, über der finalen Deckung. Minimum. Ja, gut. Vom Verkleben her ist er auch eigentlich relativ easy, weil jeder, der schon mal ein Dachfenster eingebaut hat, muss einen sogenannten Eindeckrahmen anschließen. Das ist auch nichts anderes um das Fenster außen herum, dafür, damit das Wasser abgeleitet wird und nicht am Rahmen eindringen kann. Genau. Heißt natürlich in dem Augenblick, bei einem Eindeckrahmen fängt man auch zum Beispiel immer von unten nach oben an. Warum fängt man immer unten an? Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn ich von unten anfange und die nächsten Bahnen immer oben drauf lege, habe ich sozusagen immer eine Weiterleitung des Wassers, so dass ich nicht irgendwelche Taschen habe, wo es das Wasser sammelt, sondern wirklich immer eine entsprechende Überlappung, wie beim Dachziegel. Wie genau, beim Dachziegel, immer wieder das Gleiche. Genau. Deswegen unten anfangen. Da auch ein Tipp, wie man das hier erkennen kann. Einfach vorher kurz eingefaltet und dieses kann ich mir dann schon wirklich easy nutzen zum Anlegen von der Kante her, fahr nach oben. Bis in die Ecke, genau. Ja, passt genau, jetzt noch ein bisschen links und rechts vermittelt. Und da dann auch, also wirklich nur verkleben mit Klebeband reicht nicht. Zeichnet euch ungefähr an, wo die Bahn sitzt. Und dann nehmt. Dankeschön. Das bedeutet Double Fit hier. Fischmasse, genau. Double Fit, ja. Genau. Da braucht ihr wirklich nicht sparen. Das soll, die Verklebung soll wirklich hundertprozentig dicht sein. Nein, nicht, geht Masse gewinnen. Ja, das passt. So, und jetzt habt ihr natürlich jetzt wunderbar auch dadurch, dass ihr vorgefaltet habt, hier die Möglichkeit, euch genau an den Strichen, die ihr gehabt habt, zu orientieren. Ein bisschen noch zu mir. Jawohl, und gut. Gut, und passt. Okay, jetzt beim Andrücken auch wieder den gummierten Roller Kinder. Diese Raube könnt ihr jetzt wirklich relativ platt drücken, so wie ihr hier seht. Geht die Masse wirklich heraus. Also wirklich gut andrücken, dass die Verklebung hundertprozentig stattfindet. Genau. Wichtig ist, dass man auch hier wieder tief in die Struktur reinkommt und das halt dann entsprechend dicht macht. Okay, dankeschön. Ganz einfach hier am Kamin. Diesen nutzen wir jetzt als Schablone zum Anzeichnen, weil das kann ja jetzt nicht funktionieren. Wir müssen ja irgendwo anzeichnen. Da auch wieder vorher, zeichnet euch die Oberkante der Bahn an. Genau. Warum hier anzeichnen, Peter? Warum nicht hier unten verkleben? Die Bahn kann ja nachher 15 Meter über die Unterdeckung sozusagen stehen. Ja, zeigen wir jetzt gleich. Würde ich jetzt unterhalb hier die Raube setzen und die Bahn anschließen, könnte mein Wasser trotzdem hinter die Bahn laufen. Und es würde so Art wie ein Wassersack entstehen. Genau. Ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen genau Oberkante. Und da bitte auch nicht sparen mit der Masse. In den Fugen natürlich etwas mehr Kleber aufdrücken. Okay. Anlegen. Genau.
Wichtig ist auch das, was wir jetzt gerade hier machen, ein 90-Grad-Schnitt. Also verkünstelt euch da bitte jetzt nicht an irgendwelchen komischen Schrägen oder sonst was, sondern versucht hier wirklich so einfach wie möglich zu schneiden, dass es einfach für euch das Ganze einfach erleichtert. Ihr wisst ja mittlerweile, mit der Double-Fit-Dichtmasse einfach abdichten und dabei auch gut anpressen, damit die Masse, dazu könnt ihr auch wieder den Roller nehmen, wirklich hervortritt. Und deswegen, so wie der Güven hier sagte, kann der René bitte auch mal ein bisschen wieder näher zoomen, dass wirklich, wenn jetzt das Wasser hier kommen würde, weil ihr müsst euch eins merken, das ist nicht der finale Abschluss. Da kommen wir zum Schluss darauf. Aber hier, das Wasser würde kommen, über den Wulst nach unten ablaufen. Umgekehrt, was der Güven sagte, würde es hinten eindringen. Genau. Also so passt die Sache wunderbar. Auch seitlich schön andrücken. Passt. Und schon habe ich mal das erste Stück geschafft. Genau. Und jetzt praktisch kommen die beiden Seitenteile. Bitte jetzt nicht einfach anfangen, hier einmal ringsum zu arbeiten, weil die letzte Bahn, die ich aufbringen sollte, sollte die hintere sein, dann ich immer diese Überlappung habe. Also immer unten, links, rechts, oben oder rechts, links. Also immer unten, seitlich und dann zum Schluss oben. Wie beim Eindeckrahmen. Gut, die nächste Bahn, die sozusagen jetzt kommt, ist praktisch auch wieder vorgefaltet. Das bedeutet, ich kann mich da jetzt natürlich auch entsprechend orientieren. Einfach unten, seht ihr ja, die Länge haben wir ja schon vorgegeben, genau. Angehalten, ich klappe nach oben und schneide auch wieder in 90 Grad ein. Das bedeutet, ich mache hier wirklich keine komischen Schrägschnitte oder sonst was, weil dadurch, dass ich es um die Ecke legen würde, hätte ich ja eigentlich einen Schrägstrich, sondern viel leichter, immer relativ einfach die 90 Grad und gut ist. So, dann wird es angehalten, genau. Auch wieder. Ein bisschen runter. Jawohl. Ich zeichne so lange hier an. Ist vielleicht ein Arbeitsgang mehr. Aber wie ihr dann seht, ich kann ganz einfach sehen, wo ich meine Masse zu sitzen habe. Und die sitzt dann auch dort, wo sie sitzen soll. Genau. In der Zeit, wo der Güven hier weitermacht, gehe ich auf die andere Seite. Das gleiche Spiel. Ansetzen. René, kann man das so gut sehen? Hier wirklich schön entlang am an dem Strich entlang. Das bedeutet, man führt das auch entsprechend wirklich an der Stelle aus, wo es dann auch benötigt wird. Und wie gesagt, gerade hier in den Fugen, wirklich in diesen Bereichen, ruhig ein bisschen mehr Masse. Man sieht sie also wirklich nicht zu wenig, weil das steht natürlich über. Hier brauche ich wirklich das Material, dass ich bis in den Untergrund reindringe. Auch immer wieder wirklich kontrollieren, ob euer Streifen wirklich sitzt und dann komplett alles anzeichnen. Und ich denke, wir sind relativ gut in der Zeit. Ich muss euch immer wieder sagen, allein klar ist es machbar, aber zu zweit ist man wirklich effektiver und schneller. Es reicht als schon, wenn er sagt, gib mir das oder gib mir jenes. Man ist einfach schneller. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt natürlich hier im Studio, aber auf dem Dach normalerweise hat man dann wirklich Windbelastung, da zieht dann der Wind. Und bevor man sich da wirklich sehr aufwendig dann noch mehr Zeit verliert, wäre es natürlich viel angenehmer zu sagen, ich mache sowas dann wirklich in der Konsequenz viel, viel angenehmer und zu zweit. So. Hier kann man das auch wunderbar schön wieder sehen. Das bedeutet, alles, was ich jetzt praktisch hier seitwärts überlappe, kommt genau wieder über diesen Bereich und führt dazu, dass das Wasser praktisch nicht sich staut, sondern wirklich immer spätestens in der nächsten Ebene wieder weitergeleitet wird. Wichtig ist halt mehr oder minder diese Ecke hier. Die spritzen wir dann immer schön im Double Fit aus. Der Peter
wenn du gerade mal hier zeigst, René, ist wirklich bis an die Ecke gefahren. Das bedeutet, wenn man es spätestens dann andrückt, ist auch diese Ecke hier, die kritische Ecke hier, dann wirklich genau abgedichtet. Und das ist sozusagen meine Schwachstelle bei allen Kreuzungen, allen Folien, die ich dort überlappend habe. Das ist auch immer wunderbar. Ich kann wirklich nochmal komplett dorthin fahren, wo ich möchte und ziehe mal es herum. Und es passt wie gewollt. Genau. Also wichtig halt, wie gesagt, immer anrollern, dass wirklich die Masse schön austritt. Das ist übrigens jetzt nicht erschrecken, die finale Beschichtung. Da kommen wir dann aber gleich dazu. Ja, ja, alles dauert seine Zeit. Ich schneide so lange oben ein. Ja. Hier, jetzt darfst du. Ah, Dankeschön. Also wichtig ist auch, solche Arbeiten bitte auch konsequent ausführen, auch wenn es kurz vorm Vesper ist oder vor dem Feierabend. Bevor ihr das am nächsten Tag wirklich dann vergesst und nicht ausführt, wäre das verheerend. Dann wirklich lieber zu Ende ausführen. Die 5 Minuten, die sollte man sich wirklich auch die Zeit nehmen. Unterhalb verkleben wir jetzt. Warum noch? Ganz wichtig, auf dem Dach. Kann es immer wieder passieren. Das ist ja jetzt eine Dichtmasse und die muss ja jetzt erst abtrocknen. Also wenn jetzt Sturm, Wind herrschen würde durch Windböen, könnte er zwischen die Bahnen greifen und eventuell dieses etwas anlösen. Um dieses zu vermeiden, verkleben wir die ganze Geschichte und sichern somit, bis die Masse hundertprozentig abgetrocknet ist. Genau. Produkt Silberfass ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es vorhin erzählt habe, entsprechend natürlich auch Schlagregen geprüft in Verbindung mit unseren Unterdeckbahnen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil wir waren sozusagen die Ersten, die auch wieder die Prüfung bestanden hatten auf Anhieb. Da sind wir natürlich auch entsprechend stolz drauf. Bitte nehmt da wirklich auch die zugelassenen Klebebänder in den Bereichen und macht da keine Spielchen. Und nichts anderes. Genau. Wir hatten deswegen schon Reklamationen. Schneide mal gerade mal ein bisschen nach, warte mal. Jawohl. Weil nicht vor dafür bestimmte Klebebänder genutzt worden sind und das halbe Dach musste wieder aufgedeckt werden, nur weil ein falsches Klebeband genommen wurde. Also das ist wirklich nicht Sinn der Sache. Ja, mach du noch weiter. Passt schon. Oh, da kommt eine Frage rein, sehe ich gerade. Genau, so clever wie wir waren, haben wir natürlich hier entsprechend unser iPad. In der Zeit lebe ich weiter. Ist die Frage hier, muss beim Double Fit dann auch wie im Innenausbau 4 mm Material aufgetragen werden?